Zurück zu Mass Effect 2. Wir sind noch immer auf dem Weg, um uns mit den Kollektoren ein kleines Wettrennen gegen die Zeit zu liefern, gell? Ah, warte mal, wo müssen wir jetzt hier eigentlich? Da auf irgendwo. Also irgendwas habe ich verschlafen. Ah da, Computer hacken. Na bitte, Shepard, jetzt bist du professioneller Hacker auch schon. ja, scheißen. Das. Und. Na. Na? Normandy, hören Sie mich? Joker hier. Das Signal ist schwach, Commander, aber wir hören Sie. Edie, kriegen Sie die Verteidigungstürme der Kolonie online? Fehler in der Kalibrierungssoftware sind leicht zu beheben, aber es wird eine Weile dauern, bis die Türme voll einsatzfähig sind. Ich empfehle, sich in Verteidigungsstellung zu begeben. Ich kann die erhöhte Leistung des Generators nicht verheimlichen. Na toll. Wir sitzen einfach nur dazwischen, während sie sich die Geschütze vornimmt. Noch irgendwelche hilfreichen Tipps? Nur eine. Feindliche Verstärkung rückt an. Ich rate dazu, die Waffen bereit zu halten. Bleiben Sie am Leben. Übernehme Kontrolle. Nein. Achtung! Ich weiß, dass Sie das spüren. Neutralisiert Commander Shepard. Überbrücke Absicherung und initialisiere Notaktivierung. Bitte halten Sie den Verteidigungsturm. Mädel! Sie können sich nicht widersetzen. Toll! So, vorbei sind die Zeiten mit. Vorbei sind die Zeiten. Jetzt wird nur mehr ein paar Hort, Alter. Jetzt reiß ich einer in den Arsch auf. Der Fortschritt ist nicht zu stoppen. Sie werden den Schmerz kennenlernen. Warte mal ganz kurz. Brennt sich diese Waffe benutzbereits, diese Munitionsart? Meine Angriffe werden sie zerreißen. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Neutralisiert Commander Shepard. Überbrücke Absicherung und initialisiere Notaktivierung. Bitte halten Sie den Verteidigungsturm. Ja. Das ist wahre Macht. Habe Schilde verloren. Ja, ich hab schon gemerkt, Shepard. Die Zerstörung dieses Körpers bringt Ihnen gar nichts. Ja! Sie werden dich. Gescheißen! Gut. Ich brauche einen anderen Plan. Muss es sein.
Wir sind die Vorboten ihres Schicksals. Nichts hat gegen uns Bestand. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Ach, Scheißen. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Ich werde euch vernichten. Mädel, ich darf nicht so die Schnauzen aufreißen. Sie können sich nicht widersetzen. Na, hast du eine Ahnung, was ich kann? Überbrücke Absicherung und initialisiere Notaktivierung. Bitte halten Sie den Verteidigungsturm. Ich tu mein Bestes, Edi. Ja, schimpf nicht so mit mir, Shepard. Kann ja auch nichts dafür. Bereit machen, da kommen gleich noch mehr. Das war zum Absehen, Garrus. Wir sag es. Sequenzielles Hochfahren initiiert. Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 40%. Na toll. Verstärkung. Es ist schön bemerkt zu werden. Ja, okay. Das hat wehgetan. Yeah! Ich werde euch vernichten! Direkte Intervention ist notwendig. Sie werden den Schmerz kennenlernen, Shepard. Da ist der Garrus. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 60%. Synchronisiere Zielprotokolle mit Systemen der Normandy. Sehr gut, mach weiter, Mauser. Turmverteidigung fortsetzen. Hey. Du brauchst meinen Arsch nicht rösten, das kann ich selber auch. Und unten bleiben. Was, Jack? Das kann's nicht gewesen sein. Da kommen sicher gleich noch mehr. Ja, das kannst du sicher sein, dass da noch was kommt. Oh, das ist die Nachgeburt. Edi, wir brauchen das System online. Ich weiß nicht, was das ist, aber erstmal Abstand halten. Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 100%. Ich habe die Kontrolle. Mei, Edi, ich liebe dich. Ich liebe dich, Mädel. Mein Angriff an Wirkungsturm. Und unten bleiben. Ja, bitte, Mädchen, tu das. Und unten bleiben. Da, wieso geht der Arsch nur auf mich? Ja. Das wird ein harter Treff.
Wieso geht das Arschloch nur auf mich? Nein, lassen Sie sie nicht entkommen! Wir können nichts mehr tun. Sie sind weg. Die halbe Kolonie ist da drin! Sie haben Egan und Sam und Lilith! Tun Sie was! Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich habe mein Möglichstes getan. Mehr als die meisten, Shepard. Shepard? Moment! Den Namen kenne ich! Natürlich erinnere ich mich an Sie. Sie sind irgend so ein großer Held der Allianz. Commander Shepard, Captain der Normandy, erster menschlicher Spectre, Retter der Citadel. Sie sind gerade in Gesellschaft einer Legende, Delan, zurückgekehrt von den Toten. Wir haben so viele gute Leute verloren. Und dann wird man auch noch zurückgelassen. Das passt. Scheiß drauf. Ich bin fertig mit euch Typen von der Allianz. Ich dachte, sie wären tot, Commander. Das dachten wir alle. Es ist zu lange her, Ash. Wie ist es Ihnen ergangen? Das ist alles? Sie tauchen nach 2 Jahren einfach auf und tun so, als wäre nichts passiert? Ich wäre ihnen überall hin gefolgt, Commander. Ich dachte, sie wären tot. Sie waren mehr als nur unser Commander. Warum haben sie nicht versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen? Warum haben sie mich nicht informiert, dass sie noch leben? Ich konnte nicht. Ich lag die letzten 2 Jahre in einer Art Koma, während Cerberus mich wieder zusammengesetzt hat. Sie sind jetzt bei Cerberus? Garrus auch? Ich kann nicht glauben, dass die Meldungen korrekt waren. Meldungen? Heißt das, Sie wussten Bescheid? Der Geheimdienst der Allianz sagt, dass womöglich Cerberus hinter unseren verschwundenen Kolonien steckt. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass hier das nächste Ziel sein würde. Ich war bei Anderson, aber er wollte nicht reden. Es gab Gerüchte, dass sie nicht tot sind und schlimmer, dass sie für den Feind arbeiten. Cerberus und ich wollen dasselbe, unsere Kolonien retten. Das bedeutet nicht, dass ich unter ihrem Befehl stehe. Glauben Sie das wirklich? Oder will Cerberus lediglich, dass Sie das glauben? Ich wollte glauben, dass Sie am Leben sind. Aber so etwas hätte ich niemals erwartet. Sie haben allem den Rücken zugekehrt, wofür wir früher eingetreten sind. Ash, Sie kennen mich. Sie wissen, dass ich so etwas wie das hier nur aus den richtigen Gründen tun würde. Sie konnten es selbst beobachten. Die Kollektoren haben es auf Kolonien der Menschen abgesehen
und sie arbeiten mit den Reapern zusammen. Ich würde ihnen gern glauben, Shepard. Aber ich traue Severus nicht. Und es beunruhigt mich, dass sie das offenbar tun. Was haben sie mit ihnen gemacht? Was ist, wenn sie dahinter stecken? Was ist, wenn sie diejenigen sind, die mit den Kollektoren zusammenarbeiten? Verdammt, Williams. Sie sind so auf Cerberus fixiert, dass sie die tatsächliche Bedrohung völlig ignorieren. Ich sehe schon, für Vernunft sind sie nicht empfänglich. Sie tauchen nach 2 Jahren auf und erzählen mir, dass sie mit Cerberus zusammenarbeiten. Ihre Vernunft haben sie anscheinend schon vor langer Zeit verloren. Ist auch egal. Ich weiß noch immer, wem meine Loyalität gebührt. Ich bin eine Soldatin der Allianz. Es steckt mir im Blut. Ich werde auf der Citadel Bericht erstatten. Sollen die entscheiden, ob sie ihre Geschichte glauben oder nicht. Mehr wir probieren können wir es nicht. Ich könnte jemanden wie Sie in meiner Crew brauchen, Ash. Es wäre wie in alten Zeiten. Nein, wäre es nicht. Ich mag Aliens zwar nicht, aber Cerberus ist extremistisch. Für so eine Gruppe würde ich niemals arbeiten. Leben Sie wohl, Commander. Viel Glück. Joker, das Shuttle soll uns abholen. Ich habe genug von dieser Kolonie. Jo. Shepard, gute Arbeit auf Horizon. Hoffentlich überlegen sich die Kollektoren ihren nächsten Angriff auf eine Kolonie jetzt vorher zweimal. Es war kein Sieg. Wir haben die Kollektoren unterbrochen, aber die Hälfte der Kolonie haben sie trotzdem verschleppt. Das ist besser als die gesamte Kolonie. Und mehr als wir je erreicht haben, seit es mit den Entführungen losging. Die Kollektoren sind jetzt bestimmt vorsichtiger. Aber wir finden sicher einen anderen Weg, um sie zu ködern. Ash sagte, die Allianz hätte einen Tipp über mich und Cerberus bekommen. Waren Sie das? Möglicherweise ließ ich durchblicken, dass Sie am Leben sind. Und bei Cerberus. Sie haben das Leben meines Freundes, meiner Crew und der gesamten Kolonie riskiert, nur um die Kollektoren dorthin zu locken? Ein kalkuliertes Risiko. Ich hatte den Verdacht, dass die Kollektoren nach Ihnen oder Bekannten von Ihnen suchen. Das hat sich nun bestätigt. Ich sagte doch, ich würde nicht rumsitzen und abwarten, während Reaper und Kollektoren immer stärker werden. Außerdem hätten sie irgendwann sowieso wieder eine Kolonie überfallen. Und ohne Hinweis darauf, welche, hätten sie alle verschleppt. Was ist unser nächster Schritt? Wir müssen weiterhin Druck auf die Kollektoren ausüben. Sie werden Ihre Operationen jetzt vorsichtiger angehen. Wir brauchen also einen anderen Ansatz. Ich verwende alle Ressourcen darauf, einen Weg durch das Omega-4-Portal zu finden. Wir müssen Sie dort angreifen, wo Sie leben. Ihr Team muss stark sein. Und entschlossen. Es gibt keinen Weg zurück. Das Gleiche gilt für Sie. Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie mit früheren Beziehungen abgeschlossen haben? Das geht Sie gar nichts an. Vergessen Sie das Ganze. Es darf Ihre Mission nicht beeinflussen. Shepard, sobald wir einen Weg durch das Omega-4-Portal zur Heimatwelt der Kollektoren gefunden haben, gibt es keine Garantie auf eine Rückkehr. Damit es überhaupt eine Hoffnung gibt, zu überleben, müssen Sie und Ihr ganzes Team sich der Sache ganz und gar verschreiben. Überlassen Sie das mir. Kümmern Sie sich einfach um einen Weg zur Heimatwelt der Kollektoren. Ich will nur keine Illusionen über Ihre Erfolgschance aufkommen lassen. Alle müssen in Bestform sein. Ich habe Ihnen 3 weitere Dossiers geschickt. Verstärken Sie weiterhin Ihr Team.
während ich nach einem Weg durch das Portal suche. Und seien Sie vorsichtig, Shepard. Die Kollektoren werden Sie beobachten. Wir werden es wohl tatsächlich tun. Das Omega-4-Portal durchstoßen und den Kampf direkt zu den Kollektoren tragen. Ich freue mich auf die Aktion. Allerdings, wenn man sich ansieht, was die Schweine auf Horizon gemacht haben, kommt man ins Grübeln. Beschäftigt Sie etwas? Nein, es ist nur... Wir kommen wahrscheinlich nicht zurück, selbst wenn wir es schaffen. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Wie die meisten anderen vermutlich auch. Einen Abschluss finden. Sie verstehen? So, da. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Schau her. Kurz noch Blick. Ich habe nämlich eine kleine Pause gemacht zwischen einigen. Und, aber da ist einmal speichern. Schau her. Wenn du das Spiel nicht kennst, das ist nun wichtige Nachricht vom Allianz Hauptquartier. Dann müssen wir nochmal zurück in Richtung Omega und das Tatenbett abliefern an Aria. Krogana Sushi, das habe ich irgendwo auf der Zitadelle aufgefangen. Weiß jetzt aber nicht mehr wo. Und wir müssen nochmal zurück zur Normandie, zur alten Normandie und die letzten zwei Hundsmarkerl holen. Privates Terminal öffnen, das machen wir jetzt einmal. Waffenkammer, ich vertue mich da immer, das ist so ein bisschen, ja. Ein Irrgarten. Commander. Eingehende Nachricht von Admiral Stephen Hackett, Allianz Hauptquartier. Commander Shepard, ich muss mit Ihnen eine heikle Angelegenheit unter vier Augen besprechen. Ich gehe in meinem Quartier ran. Commander, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich mache es kurz. Wir haben eine Undercover-Agentin im batterianischen Sektor. Sie heißt Dr. Amanda Kenson. Dr. Kenson hat vor kurzem gemeldet, sie sei auf einen Beweis für eine bevorstehende Reaper-Invasion gestoßen. Warum rufen Sie dann mich an? Heute Morgen habe ich erfahren, dass die Batterianer sie verhaftet haben. Sie wird in einem geheimen Gefängnisaußenposten wegen Terrorismus festgehalten. Sie müssen in das Gefängnis eindringen und sie rausholen. Und tun Sie mir den Gefallen und erledigen Sie das alleine. Was macht Dr. Kenson eigentlich da draußen? Sie ist eine Undercover-Agentin, Shepard. Wir haben so wenig Kontakt wie möglich. Angeblich ist sie einem Gerücht nachgegangen, dass sich in dem System ein Reaper-Artefakt befindet. Laut ihrem letzten Bericht hat sie es gefunden. Was können Sie mir sonst noch über die Agentin erzählen? Amanda ist eine Top-Wissenschaftlerin und Allianz-Agentin, die im batterianischen Sektor operiert. Ein riskanter Auftrag und sie ist eine der wenigen, die ihm gewachsen ist. Ich kenne sie schon ziemlich lange, Commander. Ich lasse sie nicht in einem batterianischen Folterknast verrotten. Ich dachte, die Allianz leugnet die Reaper-Bedrohung. Muss ja ein ziemlich eindeutiger Beweis sein. Kensons Team hat im batterianischen Sektor ein Artefakt gefunden. Sie glaubt, dass es ein Gerät der Reaper ist und beweist, dass sie tatsächlich eine Invasion planen. Ich kenne sie schon lange. Wenn sie von einem Beweis spricht, sollte man der Sache nachgehen. Es wird den Batterianern nicht gefallen, wenn die Allianz in ein geheimes Gefängnis einbricht. Das ist keine Allianz-Operation. Da rettet lediglich eine Einzelperson aus Freundschaft eine andere. Wäre das Ganze eine offizielle Mission, wären die Batterianer natürlich stinksauer. Bleiben Sie diskret, Shepard, dann gibt es keinen Anlass zur Sorge. Klar, Shepard und diskret, ha ha ha. Ich habe eine verdammt gute Truppe.
Die würde mir bestimmt helfen. Kanson und ich sind befreundet. Wenn die Batterianer einen Trupp bewaffneter Soldaten sehen, bringen sie sie um. Die Lage ist ernst, Commander. Gehen Sie allein oder lassen Sie es ganz bleiben. Ich räume der Sache Vorrang ein. Das Gefängnis ist unterirdisch in einem batterianischen Außenposten auf Aratot. Ich lade jetzt die Koordinaten hoch. Sobald sie in Sicherheit ist, überprüfen Sie Ihre Entdeckung. Besprechung nach Ihrer Rückkehr. Verstanden. Hackett, Ende. Also wie du siehst, es gibt genug zu tun. Gut, jetzt will ich dann doch einmal das probieren. Regenerationsbonus plus 10% plus 20% Gesundheit. Was haben wir da zu bieten? Erhöhte Munitionskapazität für schwere Waffen um 10%, erhöhte Schilde um 10%, Gesundheit 10%. Da haben wir bla bla blub, 10, 15, 10. Okay? Blood Dragon. Erhöht Kraftschaden um 15 und Schilde um 10%. Und da haben wir die alte Geschichte. Wir werden einmal das anziehen. Schaut sicher geil aus. Gut. Ja. Wo fangen wir jetzt an, hä? Warte mal kurz. Privater Terminal. Teamstatus. Und jeder von die Kollegen hat noch was am Herzen. Gut. Okay. Upgrades. Ja, da haben wir eh schon einiges zusammentragen. Ungelesene Nachrichten. Nachricht von Anderson. Falls die Gerüchte wahr sein sollten. Ich habe mit der Dechiffrierung der Daten begonnen, die sie von der Eclipse-Basis auf Lorik mitgebracht haben. Erste Resultate zeigen, dass es dabei um illegale Geschäfte geht, in die Cerberus in den letzten 5 Jahren verwickelt war. Sollte das bekannt werden, wird es für Cerberus mit Sicherheit schwierig, weiterhin offen in der Galaxie zu operieren. Die vollständige Dechiffrierung würde ein Jahr oder sogar länger dauern. Hallo von den Reds, von Finch, Shepard. Ich hatte Familie auf einer der überfallenen Kolonien. Habe meine Kontakte zu den Reds genutzt und einige sagten, sie könnten dir diese Nachricht zukommen lassen. Du hast sicher keine Verwendung für mich. Du hast viel Zeit mit den verdammten Aliens verbracht und so getan, als hätte es deine Zeit bei den Gangs auf der Erde nie gegeben. Ich weiß, dass du nicht zufrieden warst, als wir uns vor ein paar Jahren auf der Citadel getroffen haben. Aber es freut mich, dass du diese Aufgabe übernommen hast. Hoffentlich findest du die Leute, die meine Familie auf Freedom's Progress verschleppt haben und trittst ihnen in ihren schuppigen Arsch. Es freut mich, dass ein Mensch diese Mistkerle zur Strecke bringt. Und das wirst du sein. Mach den Reds alle Ehre. Ich glaube, ich war schon. Das war der eine Vogel da. Im ersten Teil. Von Kate Bowman, Shepard. Ich habe ein paar Gefallen eingefordert, um mit ihnen in Kontakt zu treten. Ich weiß, woran sie arbeiten. Anlässlich des Jahrestags der Rettung von Terra Nova, die wir ihnen und den anderen verdanken, sind größere Festlichkeiten geplant. Letztes Jahr haben wir für sie sogar ein Denkmal errichtet, aber das war wohl etwas verfrüht, was? Sie operieren vermutlich deshalb im Verborgenen, weil sie nur so herausfinden können, wer die Kolonien überfällt. Also werde ich sie nicht einladen oder darum bitten, dass sie eine Rede halten. Aber sie sollen wissen, dass alle Koloniebewohner sich große Sorgen wegen der Vorfälle in den Terminus-Systemen machen. Und ich bin wirklich froh, dass sie das in die Hand genommen haben. Derzeit machen in Militärkreisen viele verrückte Geschichten die Runde. Und es ist gut, dass es jemand gibt, der nicht gleich den leichtesten Ausweg wählt. Danke, Kate Bowman. Lesen. Naja. Von Same Spartia. Ah ja. Commander Shepard. Mr. Udina war so nett, diese Nachricht für mich zu übermitteln. Ich möchte Ihnen nochmals für die Hilfe bei der Wiederbeschaffung der Leiche meiner Frau danken. Der Schmerz über den Verlust von Nirali bleibt zwar, aber dass sie ordentlich bestattet wurde, hat mich sehr getröstet. Hat mich mehr getröstet, als Sie sich vorstellen können. Ich habe auf der Erde ein Restaurant eröffnet, wie meine Frau es immer wollte. An der Wand hängt ein Bild von Nirali und für Allianzsoldaten ist das Essen umsonst. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um den Mut zu ehren, mit dem Sie und meine Frau der Menschheit gedient haben. Hochachtungsvoll, Same Spatia.
Sie sind nicht tot von Emily Wong. Sie leben? Wie konnten Sie Ihre Tarnung der letzten 2 Jahre fallen lassen, ohne Ihrer Lieblingsreporterin ein Exklusivinterview anzubieten? Oh mein Gott, die Puppen. Na okay, gut, im dritten Teil haben wir eine rein. Wenn Sie mal Zeit haben und reden wollen, sagen Sie mir Bescheid. Ein Geschenk aus Worten. Konsortin Shaira, Commander, ich habe schon befürchtet, mein Geschenk aus Worten habe Unrecht gehabt. Eine peinliche Vorstellung. Doch nun teilen mir meine Kontakte mit, dass sie überlebt haben. Mit Freuden höre ich, dass ihre Reise weitergeht, obwohl ich spüre, dass sie einer noch tieferen Dunkelheit entgegenstreben. Beim Kampf gegen Saren wurden nur sie geprüft, aber nun geht es um mehr als ihre eigene Stärke. Unternehmen sie alles, damit die Streiter an ihrer Seite mit klarem Geist und freien Herzen kämpfen. Machen sie es gut, Konsortin Shaira. Von Morlan, es tut mir leid, aber ich verlasse dich für einen Kroganer, weil du deine Spezies nicht besonders großzügig ausgestattet. Ja, der eine wächst mit etwas Größeren auf, der andere weniger, ne? Haben Sie Angst vor diesem Satz? Morlans berühmter Online-Shop verkauft zahlreiche Lösungen dieses Problems ohne die Einschränkungen der Handelsgesetze der Zitadelle. Ob nun Hormonpräparate, kybernetische Vergrößerungen oder genbiotische Xeno-Umgestaltungen. Morlan hat ein Angebot wonnespendender Produkte. Alle Spezies und Geschlechter bestellen online bei Morlans berühmter Extranet-Seite. Direkt über den Hotlink dieser Nachricht. Produktverfügbarkeit abhängig von örtlichen Handelsgesetzen. Produkte mit Element Zero haben höhere Versandkosten. Keine Lieferung nach Omega. Kroganische Fortpflanzungsorgane nicht erhältlich. Weitere Einschränkungen möglich. Martin Burns, Commander Shepard, Udina hat gesagt, diese Nachricht würde Sie erreichen. Sie wollen wissen, dass ich nicht vergessen habe, was Sie an jenem Tag für mich getan haben, als mich diese Irrenbiotika als Geisel genommen haben. Ah, ich weiß schon wieder. Ich glaube, da bimmelt's im Hinterkopf. Sie haben sie überredet, mich gehen zu lassen und mich lebendig von diesem Schiff runtergebracht. Ich will nicht lügen. Ich habe diesen Job nur wegen der Macht angenommen. Das Problem der Biotika war für mich ein Sprungbrett, das sich gut in meinem Lebenslauf machen würde. Aber das war falsch. Wir alle dienen der Menschheit auf unsere eigene Weise. Ich weiß nicht, was sie tun, aber ich will dafür sorgen, dass die Menschheit ihr Potenzial mit einem Minimum an Blutvergießen ausschöpft. Ich erhalte Dankesbriefe von L2-Biotikern, die gerade ihre Entschädigungszahlungen bekommen haben. Eigentlich müssten diese Briefe an Sie gerichtet sein. Ich dachte nur, dass Sie das wissen sollten. Viel Glück, ich stehe politisch ganz schön unter Druck und wüsste nicht, was ich Ihnen als Hilfe anbieten könnte. Aber wenn Sie mich brauchen, lasse ich Sie nicht im Stich. Martin Burns, Vorsitzender Unterkomitee für transhumane Studien. Heute Goschen. Alles lese ich jetzt eh nicht. Oder? Also ein bisschen was lesen wir heute noch. Von Ola Hahn. Shepard. Sie sagen, sie seien am Leben, hätten den Tod überlistet. Dass diese Nachricht nicht nur ein sinnloser Teil meiner Therapie wäre. Sie sagen viele Sachen. Ich lebe noch. Sie ist immer noch tot. Ich habe gehört, sie haben Benezia getötet. Benezia. Gut gemacht. Noch eine Frau, an deren Tod ich beteiligt war, falls meine Informationen dabei geholfen haben. Sie wollen, dass ich danke. Wären sie nicht aufgetaucht, hätten uns die Rachni alle umgebracht. Und das wäre auch so gut gewesen. Warum ich und nicht sie? Warum sind sie nicht früher aufgetaucht? Sie glauben, sie kriegen mich wieder hin. Aber vielleicht sind sie gar nicht zurückgekehrt. Vielleicht bin ich gestorben. Vielleicht habe ich diese Tür gar nicht rechtzeitig geschlossen. Vielleicht habe ich sie offen gehalten, um ihr eine Chance zu geben. Und dann hat der Rachni meinen Anzug aufgerissen und ich wurde dort auf Gipfel 15 verstrahlt. Vielleicht bin ich ein Märtyrer und das ist nur eine schreckliche Halluzination vor einem wunderbaren Leben nach dem Tod. Aber falls nicht, dann danke, Han Ola. Aha. Ohne Thema. Fehler, ungültiger Absender.
Hey Shepard, habe gehört, ich muss Ihnen danken, dass ich von der Purgatory entkommen bin. Wollten mich zwar wieder festnehmen, aber die Durchsuchung nach Waffen war nicht gründlich genug. Dafür werde ich in mein nächstes Opfer Ihren Namen statt meinen schneiden. Gibt's jemanden, den Sie umnietzen wollen? Haha. Trotzdem, Sie haben auf meinem Weg nach draußen auf mich geschossen und deswegen muss ich Sie umbringen. Sie kennen das ja alles. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du zulässt, dass dich einer verletzt, kommt er auf dumme Gedanken, also solltest du ihm eine Nachricht schicken. Und genau das mache ich gerade. Man sieht sich. Die Leute, die hier wohnen, kommen zurück. Showtime! Halten Sie nach Ihrem Namen Ausschau. Ich sorge dafür, dass Sie ihn früher finden als ich Sie, Billy. Naja. Kurz noch einen Blick. Tagebuch aktualisiert, mit Lara reden. Krankenstation Upgrade, gibt's noch irgendwas? Aha, Edi reden, das wollen wir jetzt nicht. Miranda möchte Sie sehen, Commander. Ich weiß, wir müssen zuerst noch was anderes machen. Wir müssen nochmal auf Omega. Also wie du siehst, es wird nicht besser. Aber ist egal, wir haben genug Zeit. Wir nehmen nicht so mal mies. Oh, da können wir auch weitermachen, schau. Die Brandmuni, die gefällt mir ganz gut. Ich muss nur zu... Vollständig eingedämmt, Shepard. Ich habe Suchanfragen nach Berichten über Archangel gestartet. Die verschiedenen Söldnergruppen halten ihn anscheinend für tot. Sehr gut. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Jetzt schauen wir mal, wie das... Mama mia. Vielleicht verwechseln uns die Kollektoren ja mit irgendwen. Warte mal, wo waren die Aria? Ah, da hinten auf, ich glaube. Arbeit interessiert mich immer. Was brauchen Sie? Einer der Söldner, die hinter Archangel her waren, hatten dieses Datenpad dabei. Sie wären ihr nächstes Ziel gewesen. Zeigen Sie her. Interessant. Würde mir wohl jemand erklären, wie uns diese Information durchs Netz rutschen konnte? Ich gehe der Sache nach. Danke für die Information, Shepard. Ich werde wohl in meiner Organisation ein wenig aufräumen müssen. Danke. Vielleicht komme ich später wieder. Bis dann, Soldat. Ach ja, die Aria. Gut, ihr hättet gesagt, wir machen dort eine kleine Pause. Jetzt haben wir das Top, gell? Ich war ja gerade oben, du Trautl. Was ist da los?
Nix. In der nächsten Aufnahme. Was tun hätten wir eigentlich so viel? Ja, viel Spaß, die Frau beidelt die durch. Ja, ganz ein harter Knochen. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Nein, wir müssen zuerst noch was anderes fertig machen. Wurscht, dann dauert die Episode heute ein bisschen länger. Was? Also, machen wir die.